Bergwolf, du raidest mich mit 18 Personen. Du willst mich doch jetzt verarschen. Jetzt, wo ich Phasmophobia beenden möchte. Leute, dann machen wir noch eine Runde. Leute, dann machen wir noch. Dann machen wir noch eine Runde. Jetzt sind 18 Leute da. Danke dir, Bergwolf. Danke dir, danke dir. Ja, dann machen wir noch eine Runde. Einer geht noch rein, habe ich mal gehört. Abend, Abend, Abend. Wir spielen hier gerade die. Ja, au! Grüßt euch, Leute! Ihr verrückt! Mr. Artiwolf, au! Und willkommen auf der flauschigen Seite. Danke für dein Follow. Bergwolf, du bist verrückt, mit 18 Leuten vorbeizukommen. Danke dir. Muss leider ins Bett, gute Nacht. Magst nur keinen Horror, erzähl's mir nicht. Gut, auf, Leute. Dann lasst uns noch einen starten. Ja. Ich wollte sowieso nochmal bitten, dass wir eine Runde machen, wo wir nicht alle drauf gehen. Warum? Das ist doch ein toller Abschluss. Alle sind tot und schweigen ist der Rest. Manchu Wolf, au und willkommen auf der flauschigen Seite. Danke dir auch, danke auch dir für den Follow. Ja, und Bergwolf gibt auch noch ein Au. Ja, Bergwolf, du kriegst hier ganz, ganz, ganz. Danke, danke, danke dir. Großes, großes Herz, dass du mit so vielen Leuten hier vorbeikommst. Dafür hier trinke ich einen auf dich, Berg. Hoffe, dein Stream war cool. Wie gesagt, ich. Futz, würdest du bereit machen? Oh ja, stimmt. Jetzt liegt's an mir. Ich entschuldige mich vielmals. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn anzubieten diesmal? Folge eines Geistes. Einmal deppen. Derben kommt. Zack. Wo kommt er? Wunderbar. Kein Problem. Ich gehe mal wieder mit EMF und Kreuz auf die Jagd. Ja, so, wir entkommen sie dem Geist während einer Jagd. Ja, gerne doch. Hab mit dem Löwen einen Co-Stream gemacht und haben unsere Raids gerecht verteilt. Ah, cool. Cool. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Wir haben Fußball geschaut. Ah. Okay, wenn ihr Fußball geschaut habt und ich habe hören nichts hupen, gehe ich davon aus, wir haben verloren. Ja, es ist kein Problem. Jetzt könnte ich ja gemein sein und all deine Fußballfans verscheuchen. Deutschland hat leider 1-0 verloren. Ich muss aber gestehen, Frankreich ist halt auch ein großer Favorit dieses Jahr. Und ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Aber wir sind ja heute nicht gemeint. Nee, wir sind heute nicht gemeint. Deutschland ist zwar eine Turniermannschaft, aber die Mannschaften sind in den letzten Jahren nicht so überragend. Aber okay. Und hatten noch Glück dabei. Ich habe aber gehört, das erste Tor war, also das einzige Tor, was gefallen ist, war ein Eigentor. Von uns gegen uns. Kann das sein? So. Jetzt gehe ich, Schlurf. Ja, dann gut's Nächtle. Werwe, Bolt. Schlaf gut. Nachdem du mir noch ein paar Bergwölfe hier rein in den Chat geschmissen hast. Guts Nächtle, guts Nächtle. Die anderen sind schon drin. Ich will eine Geisterbox, ich will eine Taschenlampe. Okay, ja, Taschenlampe. Ich will ein Geisterbox. Taschenlampe an. Zack. Geisterbox. Jo, war also wirklich ein Eigentor. Ah. Wir haben ein Brett. Also, ihr habt ein Brett? Ein was? Bist du hier? Schönen Abend euch und gute Nacht. Gutes Nächtle. Wo bist du? Weiß ich nicht. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Meine Güte. Er ist aber auch. Keiner da. Wie, du willst mitschreiben? Was willst du denn mitschreiben? Wo bist du?
Wie alt bist du? Hallway, er ist in der Halle. Im Gang. Okay, aber er ist nicht hier. Wo bist du? Ja, weil er gerade mit uns am Ouija-Brett geredet hat. Ah. Ach so. Ja, aber auf die Dingbox hier redet er nicht. Ja, ja. Wie alt bist du? Er hat auch gerade die Tür wieder angetatscht. Wo bist du? 8 Grad hier hinten. Okay, also hier will er hier nicht reden. Wo? Ihr sagt hier in der Hallway? Ja. Dann lege ich doch hier mal was hin und sag, schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Aber schreib was Nettes, sowas wie in allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Oh Herrgott, bitte nicht. Bitte nicht, Wolf. Warum nicht? Vielleicht hatte der auch mal ein Poesiebuch. Ja. Also du willst dann auch bitte, und wer dich lieber hat als mich, der schreibt sich bitte hinter mich. Wir beide haben nur noch unter 50%. Ja, ihr habt ja auch das Board benutzt, die Nasen. So. Mir macht das nichts, ich kann sowas ab. Ja gut, du hast dich ja auch als großer böser Wolf mit der Oma angelegt. Vorhin. Ja, wir hatten einen sehr netten Umbrei. So, wir... Ja, was kann ich euch zu dieser Map erzählen? Auf dieser Map kann man sich nicht mehr in Schränken verstecken. Und die meisten Türen sind durchsichtig. Was die ganze Sache nicht schön macht. Und diese Map tötet mich. Sehr oft. Und es piept. Nur 4. Ja, hoch ist aber nur 4. Also das Buch ist 4. Nein. Das EMF ist 4. Okay. Ja, nur 4. Ja, ich habe jetzt erstmal eine Kamera noch weiter aufgestellt. Oh, der hat schon einmal... Ja, der hat schon einmal am Kruzifix genibbelt. Oh, nom. Der dann haben wir da den Spawn-Bereich. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine Kreuz, um uns zu verteidigen. Das zweite liegt schon drin. Ja. Genau. Aber da er so viel so berührungsaffin ist, nehme ich jetzt mal das Schwarzlicht mit. Mach das. Okay, dann müssen wir nur noch dem Geist während der Jagd entkommen. Juhu! Haben wir überhaupt schon was? Ja, das übernimmst du dann. Haben wir überhaupt schon was? Hallo? Nein. Nein? Nein. Nein? Buch haben wir. Ah. Okay. Dann Geisterbuch schon mal. Geisterbuch. Dengel. Was haben wir denn noch? Die Kamera mit. Falls er ein Foto von mir will. Haben einen Handabdruck. Wollte ich gerade mit meinem Knicklicht kommen. Oh. Nice. Also Fingerabdruck dieses Mal. Fingerabdrücke. Beide Kreuze sind angeknabbert. Hups. Ja. Wenn du mit deinem Schwarzlicht die Hand nochmal abgucken möchtest, ganz hinten links die Tür. Ganz hinten links. Hab's aber schon fotografiert. Ganz hinten links die Tür. Links? Warte mal. Das ist eine Schlafzimmer. Genau. Ah ja. Okay. Und zu davor. Ja, der Tapsen hinter mir. Wärmorb. Jetzt wirklich? Jetzt auf einmal haben wir alles? Ging jetzt aber schnell. Jo. Oh, dann haben wir ja einen der neuen. Dann haben wir das Handtuch hier. Das Handtuch. Ja, es ist ein Handtuch. Ja, dann alle Mann rein und hoffen, dass einer von uns überlebt.
Ja, genau. Und Temperatur messen, ob der Handtuch Temperaturdrops macht. Ah, doch, macht er. Ja, wir hatten ja 7 Grad an der Stelle. Ja, genau. Handtuch. Sieht alle die Kamera? Damit wir. Achso, Moment. Ja. Damit wir das Handtuch fotografieren können. Ja, mein Fingerabdruck hat gezählt. Gut. Handtuch, oh, Handtuch. Geht aber schnell. Ihr habt auch das Schwarzlicht beobachtet, oder? Ja. Ja. Ja, warum geht ihr jetzt wieder raus? Ich schau mal, ob es geht, ob er uns. Ja, wir sind ja in den letzten Sekunden. Also du meinst, ob die, das denkst, jetzt schon als Handentkommen zählt? Nein, zählt nicht. Ja. Das Problem ist, bei Handentkommen, er muss uns einmal gesehen haben. Ja, wunderbar. Bin voll dagegen. Ich habe ihn nicht erwischt. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Oh, dann hat es vielleicht doch gezählt. Weil bei mir war nämlich Puls. Und dann habe ich ein Foto. War auch Puls. Deswegen habe ich nämlich ein Foto gemacht, weil ich gehofft habe, dass ich ihn zumindest drauf krieg. Ja, ich habe noch gedacht, aber. Nee. Ich habe keinen. Ich habe. Gepulst. Ein Puls habe ich bekommen. Und ups. Ich hab gehofft, dass ich ein Foto mache, wenn ich ein Foto mache, dass ich ihn drauf habe, wenn ich jetzt schon sterbe. Ah, ja. Aber bin ich gestorben. Aber in dem Moment war der Hand vorbei. Ja. Genau. Glück gehabt. Ach, ihr habt ja hier die große Sanity, also wirklich. Ja. Ich habe eine Pille genommen. Ich hatte eben nur noch unter 10%. Und ja, guck mich mal an. Ja gut, ihr habt aber auch mit dem Surfbrett gespielt. Seid ihr selbst dran schuld. Ja, ab und zu muss man das mal machen. Gut, Handschuh haben wir. Deine Zuschauer sind hoffentlich zufrieden. Ich hoffe, meine Zuschauer sind auch zufrieden. Und ihr habt beide Handschuhe eingetragen? Wir haben Handschuhe eingetragen. Ja. Vor allem von Handschuh, jetzt haben wir alles durch, oder? Es ist Handschuh. Ja, also Handschuh. Darüber werde ich. Oh, wir haben den Knochen unten nicht fotografiert. Im Keller. Gab's einen Knochen? Ja, stimmt. Ich hab keinen gesehen. So immer ein Knochen. Hab ihn nicht. Oder es war in einem der Räume. Auf jeden Fall haben wir vergessen, den Wir waren in irgendeinem Raum, waren wir sogar nicht drin. Naja. Aber ich fand's lustig. Doch nicht mal in den Geisterraum reingehen. Ich war nur 7 Sekunden im Geisterraum, weil der Geist beim Betreten des Hauses gedacht hat, ach, Hand. Ja, sei doch zufrieden. Du kamst, sah und wurdest verschont. Und dann durftest du nicht mehr rein. Ah, okay. Ich habe jetzt mal mit der Macht von Wikipedia etwas über den Handschuh gelesen. Oh, jetzt erzählen Sie mehr. Was kann der Handschuh? Also, Handschuh ist wohl mehr so ein Überbegriff.
der in der indonesischen Mythologie ganz, ganz viele Arten von Geistern beinhaltet. Dabei gibt es unter anderem Grabdämonen, Affendämonen, Tigergeister, Wassergeister, okay. Großdämonen, Walddämonen. Also es ist irgendeine Dämonenart. Ja, also es ist mehr so ein Überbegriff, der ganz, ganz viel beinhaltet. Okay. Verstehe. Auf der Suche nach Geistern sind sie vermutlich da über diesen Überbegriff gestolpert und haben ihn benutzt. Hm. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ich suche mal jetzt auch jemanden, den ich weiter raide. Mal gucken, wen ich noch finde. Ja, ich bedanke mich auch bei meinen Zuschauern auf YouTube. Tut mir leid, dass ich das nicht live streame, aber ihr wisst ja, das macht bei mir gerne mal ein paar Problemchen, das Spiel, wenn ich es live streame. Dementsprechend machen wir das so, funktioniert auch. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, ja, beim nächsten Video, wenn wir kurz nochmal von irgendwas fressen lassen. Bis dann, tschüss. Ich bin dagegen. Tschö. Und Kirodog, ja, gute ja. Nacht und ja, immer gerne, du weißt, wir streamen gerne für euch. Sehr gerne sogar. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade keinen. Wollt ihr weiter Phasmophobia? Oder was würdet ihr denn gern? Wollt ihr Horror? Oder wollt ihr eher was Lustiges? Weil könnt euch natürlich zu jemandem jagen, der jetzt auch Phasmophobia hier spielt. Egal, geh eh bald schlafen. Dann kriegst du noch ein bisschen Phasmophobia. Oder warte mal, ich hau euch mal zu dem. Kiro sagt, yay, okay, dann gibt's Phasmophobia. Kriegt ihr noch ein bisschen Phasmophobia? So, Phasmophobia. Ja, dann schickt die übrigen Leute einfach weiter zu Phasmophobia. Warum nicht? Zu wem schicken wir euch denn? Irgendwer, der sympathisch aussieht. Ja, das gucke ich gerade. Ich guck gerade nach einem sympathischen. Das ist gar nicht so einfach. Es sind viele, die keine Cam haben. Ja, dann irgendjemand, der einen sympathischen Namen hat. Wie wär's mit Tipsy Whipsy Tina? Ja, warum nicht? Tipsy Whipsy Tina klingt gut. Ich schick euch mal zu Tipsy Whipsy Tina. Wünsche euch trotzdem allen noch einen schönen Abend. Macht's gut auch von mir und schaut auch beim nächsten Mal wieder bei Hutz in den Stream. Ja. So, wir raiden. Tipsy Whipsy Tina. Die auch gerade Phasmophobia spielt. Und der Raid fährt ab. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuschauen. Ich bedanke mich nochmal bei dem dicken Raid von Bergwolf. Danke dir. Tut mir leid, dass ich selbst auch nur so kurz streame, aber ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Wir sehen uns morgen vielleicht zu Get the Fuck Out. Also, ja. Ciao, ciao.